Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Pokédentist. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Nachdem wir letzte Woche, das Video würde ich einmal da oben verlinken, das 151 Master Set uns genau auf Deutsch angeschaut haben und wir darüber gesprochen haben, was ist das denn eigentlich wert, werden wir heute ein wunderbares japanisches 151 Pokémon Set öffnen, denn es ist aktuell wieder bezahlbar und das bedeutet, ich habe dafür glaube ich circa 60 Euro bezahlt und ja, ich würde sagen, das ist ein Preis, mit dem man es ja, gut aushalten kann und auf jeden Fall öffnen kann. Ich werde euch natürlich einmal kurz hier ein paar Angebote einblenden. Es gibt zum Beispiel bei PokéCorner, glaube ich, ohne Folie noch für so 60 Euro. Dann hier PokéWirt und noch zwei andere Shops, die ich jetzt gerade nicht auswendig weiß, aber ich werde sie reinschneiden und dann könnt ihr mal schauen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, dieses Set zu öffnen, denn es ist eine Masterball-Karte enthalten, was natürlich richtig cool ist. Das gibt's ausschließlich im japanischen Set. Und wie immer würde ich einfach mal sagen, bis gleich zum Opening. Ja, super, und da sind wir auch schon. Wir haben hier einmal das wunderbare 151 Display in Japanisch oder auf Japanisch. Und das werden wir heute öffnen. Das ist mittlerweile viel günstiger geworden und deswegen kann man sich es auch leisten und deswegen kann man es auch mal öffnen. Das werden wir heute tun und hoffen natürlich, dass wir eine sehr gute Masterball-Reverse-Karte ziehen und eben auch vielleicht ein Godpack. Die Möglichkeit besteht zumindest. Gut, die besteht auch beim Deutschen und Englischen. Ach übrigens hier, ich habe die Version hier zum Öffnen, die ohne Seal kommt, nur mit diesem Shrink, den ich jetzt auch einfach mal hier so aufziehen werde. Ah, wunderbar, wunderbar, da freue ich mich. So, dann bauen wir das Ganze auch mal auf, wie sich's gehört vielleicht. Wir öffnen das gute Ding. Na gut, sind schon mal Booster drin, das ist schon mal sehr geil. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal rechts an. So, einmal hier den Zoom noch. Zack. Display lasse ich einfach mal oben drüber stehen und ja, schauen wir mal, was wir daraus Geiles ziehen können. Ich bin sehr gehypt. Ich liebe das Set 151. Das könnt ihr übrigens auch sehen. Ich habe über das deutsche Master Set von Pokémon 151 ein Video gemacht. Das würdet ihr einmal hier oben in der Ecke jetzt finden. Könnt ihr gerne euch nach diesem Video einmal reinziehen. Da beleuchte ich quasi, was kostet ein ganzes Master Set auf Deutsch. So, ich kenne den Kartentrick nicht. Das heißt, es ist schlecht. Ich glaube, eine nach vorne? Wir versuchen es einfach mal und hoffen, das Beste. So, hier ist ein Pixie. Ich habe keine Ahnung. Wir fangen aber an. Sandan. Genau, hier wollen wir natürlich die Mastercard Reverse rausziehen, die es auf jeden Fall natürlich drin gibt, aber halt eine gescheite. Ich glaube, Gengar ist ganz gut, Mewtwo und natürlich Pikachu. Ui, ist es auch direkt hier? Ich muss gucken. Sieht nicht aus wie die Masterball Reverse, aber sieht auf jeden Fall geil aus, dieses Magma. Und ein Garados. Okay, zwei Karten nach vorne. Muss ich mir jetzt merken. Okay, und wir nehmen uns das linke Pack. Ich bin nicht so gut im Öffnen von japanischen Boostern. Liegt daran, dass ich nicht so oft japanische Booster öffne. Zwei Karten nach vorne. Ich hoffe, das Ganze stimmt jetzt auch. Hier gibt es leider keine Energies, die man raten kann, aber ein Smogmog. Omot. Dragosso, Nidoran, Dodu, Lapras, ist es die Masterball Reverse? Nein. Und, was haben wir dahinter? Ein Bibor. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. Hat irgendjemand von euch schon das Master Set von 151 auf Japanisch mit allen Meisterballkarten? Das würde mich echt mal sehr interessieren.
Ich glaube, das ist sehr, sehr teuer und würde. Wäre auch mal interessant zu wissen, was das kostet. Aber sammeln würde ich es nicht, sonst werde ich umgebracht. So, wir haben hier ein Parasec. Simon. Zubat. Smogon lacht. Rhydon. Rizeros. Auch eine normale Reverse, so wie es aussieht. Und Ditto Holo. Diese ganzen Artworks sind so nice. Hier, die zeige ich nochmal. Sieht schon geil aus. Aber da sind auch fette Printlines drauf. Hier ist, jetzt geht's jetzt sogar. Aber auf Lapras und Magma waren eben schon heftige Printies drauf. Zwei nach vorne und zack. Ui. Vorsicht. Rizeros. Der Radweg. Also komme ich besser dran. So, dann haben wir den Blutzug. Safkorn. Ammonitas. Auch keine Masterball. Und Sterndu. Starmie. Tut mir natürlich sehr leid. Meine Wunsch-Mastercard wäre natürlich Pikachu. Ist ja klar. Aber Mewtwo ist, glaube ich, auch ganz geil. Und wie gesagt, Gengar wird mir auch gefallen. Am Ende kriege ich wahrscheinlich einen Raupi. So. Da sind wir bei Taubos. Kadabra. Goldini. Taubsi. Tauboga. Electek ist die. Immer noch keine Masterball. Und ein Volnona EX. So, die erste EX-Karte. Die kann man die hier hinlegen? Ja. Wir gehen hier mal ein bisschen schneller durch. Sind ja einige Packs dabei. Und es tut auch wirklich nicht so arg weh, die jetzt zu öffnen. Wenn man überlegt, dass die teilweise für 150 bis 200 Euro zu Verkauf standen, ist das schon echt in Ordnung. So. Das war ein Snobillikat. Dickdri. Rihorn. Zubat. Raupi. Gabi. Auch keine Masterball. Sehr gut. Und Rosana. Leg die mal hier beiseite. Ich zeig die am Ende dann einfach nochmal vielleicht. Wir machen weiter mit dem nächsten Pack. Wir haben hier übrigens 20 Booster. 20 mal die pure Freude. Wenn man es aufkriegt. Das ist ganz schön aufregend. Ich will immer die Energie raten. Geht aber nicht. Immer noch nicht. Georock. Der Luftballon. Einmal Sandan. So ein Godpack wäre auch mega geil. Nidoran. Electek. Keine Reverse. Und dann Knogger. Holo. Ich wollte nicht sagen keine Reverse, sondern keine Masterball Reverse. Was sagt ihr denn eigentlich zur Kartenqualität? Deutsch und Englisch versus Japanisch. Weil ich finde die japanische Qualität der Karten natürlich schon etwas geiler. So, wir haben hier einmal das Härteband. Golbat. Oh, Pikachu. Lege ich mir zur Seite für den Pikachu-Binder. Krabi. Menki. Rattan. Kein Masterball. Glück gehabt. Und Chanera. Nächstes Booster. Was denkt ihr? Ziehen wir eine geile Mastercard? Genau, eine Mastercard. Ich meine natürlich einen Meisterball. Ich hatte gerade ein Erlebnis mit der Mastercard, deswegen habe ich es jetzt mal hier kurz angewählt. Gott, habe ich jetzt hier den Kartentrick schon gemacht? Nein. Okay. Ich habe gespoilert. Lapras. Mashok. Blutzug. Goldini. Süßes Evoli. Oh, geil! Oh, da freue ich mich mega, bin ich ganz ehrlich. Oh, da freue ich mich übertrieben. Und eine Simsala EX. Oh, die ist so Hammer. Und ich wollte mir die tatsächlich nochmal auf Deutsch kaufen für den Pikachu-Binder. Oh, da bin ich ja mega happy. Ich glaube, die ist auch gar nicht so günstig. Geil. Okay, nächstes Booster. Das war doch schon mal eine geile Art Rare. Oder Illustration Rare, wie man sie auch nennt. So kann's weitergehen.
1, 2. Und wir haben einen Quappo, der durch die Straße rennt. Ibitak, ein Kaumato, der auf dem Dach chillt. Dratini. Okay. Ja. Flamara. Verwirrung. Also ich würde sagen, ultra geil, wie sagt Knosp. Ja, ich sleeve die mal kurz ein. Auch ein unfassbar geiles Artwork. So, ist vielleicht besser. Unfassbar. Und ich hoffe, wir ziehen noch eine geile SAR. Da würde ich mich natürlich auch mega freuen. Ich liebe diese Karten. So. Ich glaube, rechts ging es weiter. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir jetzt aber auch Wurst. Zwei nach vorne. Und Überreste. Hoffen wir mal, dass wir noch eine richtig nice Meisterballkarte ziehen. Muss man ganz kurz hier sortieren. So. Sarzenia, Digda, Nidoran. Bernstein. Lavados. Normale Reverse. Und Raichu Holo. Ich habe extreme Angst. Ich habe es, wie gesagt, noch nie geöffnet. Ich habe extreme Angst, dass ich den Meisterball verpasse. Und hier die ganze Zeit alles weglege und es gar nicht checke. Und der Greifarm. Ach, Smetbo. Goodbye, Smetbo. Bye-bye, Flug. Smogon. Anton. Taubsi. Ist es der Meisterball? Nein. Ich habe keinen Taubsi-Meisterball. Boah, aber eine Turtok-EX-Karte. Sag mal, ist es normal, dass hier so viele geile Karten drin sind? Weiter. Nächstes Bürgerstoff. Wenn es so weitergeht, dann mache ich das Ding nochmal auf. Nee, Quatsch. Irgendwann muss es auch mal reichen mit 151. Und ich sage keine Feuerenergie, weil es gibt gar keine Energien. Austoss. Ich glaube, da glitzert es. Kann aber auch eine EX sein. Oder gar nichts. Pummeluff. Isasam. Vulpix. Kein Meisterball. Und Mewtwo Holo. Wir haben noch ein paar Booster übrig. Es ist einfach nur echt cool, dass ich schon das Pikachu gezogen habe. Hätte auch ein Amonitas sein können. Und wir gehen weiter rein. Mit Giovanni. Sichlor. Ich glaube auch eine gute Masterball. Slimer. Dann haben wir hier Habitak. Schlurp. Oh, oh, da ist der Meisterball. Nein! Nidorina! Und Elektroball. Das ist ein Trauerspiel. Aber man sieht es hier eindeutig, da ist es M. Es war nicht zu übersehen. Die werden wir natürlich trotzdem sleeven. Vielleicht braucht die irgendjemand. Ich glaube nicht, dass ich die anfange zu sammeln. Aber egal. Es macht trotzdem Spaß. Das ist ja nur das Goodie quasi vom Japanischen. Übrigens, wenn man das... das sind die ganzen... Diese Art Rares, also Illustration Rares und so weiter, sind schon nochmal einiges günstiger als im Deutschen und Englischen. Und wir machen weiter mit Hypno. Das heißt, wenn man die sich kaufen möchte, sind die auf Japanisch wirklich besser zu bekommen. Safcorn. Ich glaube, der kostet ein Bisasam oder so auch nur 10 Euro. Hier haben wir ein Digdri. Ich weiß gar nicht, ob auch zwei Masterballs drin sein kann. Lavados. Das werden wir dann wohl nie erfahren, wenn wir keine zwei haben. Ich glaube, es ist in seltenen Fällen, glaube ich, möglich. Ich bin mir nicht sicher. Schreib es mal gerne in die Kommentare, wenn du das besser weißt, weil ich weiß es leider nicht besser. Arcani. Also die Special Illustration Rare kam noch nichts. Also eine SR kam generell noch nicht. Flagmon. Gott, haben das... Sieht man diese Printlines? Da? Ich zitter schon. Hier sind mega die Printlines auf den ganzen Reverse-Karten. Und... Alter. Ey.
Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Full Art Glurak. Ultra Rare. Okay. Gott, das ist sehr unangenehm. Ich hoffe, ich schneide es raus. Aber die muss ich auch mal einsleeven. Weiter geht's. Geil. Achso, vielleicht sollte ich das nochmal kurz zeigen. Ein wunderschönes Glurak. Mit Glurak macht man nie was falsch. Ich weiß nicht, das muss jetzt die SR gewesen sein. Ich weiß nicht, ob noch da was kommen kann. Ich glaube, es kann noch was kommen, aber auch eher hoch unwahrscheinlich. Wobei die Special Illustration Rare sind wohl möglich. Ich weiß es nicht, wir sehen einfach. La Fleck, Namus. Kein Fleckmon. Galoppa. Nidoran. Shiggy. Was ist denn das? Abra. Greifarm, Reverse und Kabutops. Oh. Dann muss ich wohl hier weitermachen. Noch 3 Packs sind übrig. Schauen wir mal, ob wir noch eine geile Illustration Rare oder so rausziehen. Vielleicht noch ein Starter. Wäre auch immer cool. Hier ist auf jeden Fall erstmal Kokobai. Tangela, Merkel, Kokuna. Bitte an die Info. Und da haben wir ein Ultrigaria. Reverse. Und Amoroso Holo. Also wir hätten auf jeden Fall schlechter aus dem Ding rausgehen können. Ich glaube, 2 Illustration Rares sind garantiert. Und eine SR und der Master Ball. Ich glaube, so irgendwo ungefähr kann man sagen, ist es. 1, 2. Und jetzt ein Godpack. Jetzt ziehen wir ein Godpack, Leute. Nicht. Shillock. Rattan. Dragosso. Porygon. Da haben wir einmal die Erika als Reverse und Swogmog Holo. Also ich muss auf jeden Fall sagen, bevor ich jetzt hier das letzte Booster öffne und das ganze Ding ist auch schon leer leider. Das hat richtig Bock gemacht. Sind halt schon auch einige Booster, die man da öffnen kann. Und im Deutschen gibt es halt einfach keine wirklichen Displays. Außer die Booster Bundle vielleicht. Okay, also das Booster will nicht. Das heißt, da ist jetzt Glurak drin. In der SR, würde ich sagen. Onix. Pipi. Dratini. Porenta. Ah! Pantimos. Ich mag ihn nicht. Ich habe ihn eben schon öfters gezogen. Und Mew. Süß. Schöne Karte. Das sind die Karten, die ich gezogen habe. Ist eine ganz nice Ausbeute, würde ich sagen. Hier der schöne Glurak in der Mitte. Dann hier das Pikachu Art Illustration Rare und auch das Bisaknoth. Auch eine sehr schöne Karte, wie es sich hier spiegelt. Ja, ein paar EX-Karten natürlich. Da finde ich eigentlich auch Mew und Turtok ganz cool. Die ich auch noch nicht hatte, meine ich. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar, einen netten Kommentar vor allem. Und auch ein Abo, wenn du noch keins da gelassen hast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns dann nächste Woche und ich sag ciao, ciao.